Bevor Zlatan Ibrahimovic berühmt wurde, klaute er Fahrräder, wurde von seiner Mutter mit Holzlöffeln verprügelt und brach seine gymnasiale Schulausbildung ab. Was in Zlatans Leben noch alles vor seinem Erfolg geschah, erfährst du in diesem Video, präsentiert von Der Biograf. Weitere Informationen über Zlatan Ibrahimovic findest du in der Infobox. Der schwedische Fußballspieler Zlatan Ibrahimovic wurde am 3. Oktober 1981 in der drittgrößten Stadt Schwedens, Malmö, genau gesagt im Stadtteil Rosengård, geboren. Rosengård ist heute noch ein über die Landesgrenzen hinaus bekanntes Problemviertel mit hohem Kriminalitäts- und Ausländeranteil. Auch seine Eltern sind keine gebürtigen Schweden, sondern aus Bosnien eingewandert. Kurz nach seinem zweiten Lebensjahr ließen sie sich jedoch scheiden, woraufhin Zlatan von seiner älteren Schwester und seinem jüngeren Bruder getrennt wurde und bei seinem Vater aufwuchs. Schon früh in seiner Kindheit bemerkte Zlatan, dass es ihm besser geht, wenn er sich viel bewegt. Still dasitzen und anderen Leuten zuhören fiel ihm eher schwer. Es war daher schnell klar, dass er eine Sportart ausüben musste und da die Eishockey-Ausrüstung zu teuer war, fiel die Wahl auf Fußball. Man brauchte hierfür schließlich nur ein paar Schuhe und einen Ball. In den ersten Jahren seiner Jugend wechselte Zlatan häufiger zwischen den Fußballvereinen FC Rosengård und dem FBK Balkan, einem Verein, der überwiegend aus Spielern aus dem ehemaligen Jugoslawien bestand. Aufgrund seines tricklastigen Spielstils meckerten schon damals viele Eltern der anderen Kinder über ihn. Zlatan dribbelt zu viel, er passt nicht ins Team, Zlatan sollte das Team verlassen. Während die anderen Kinder stets Elternteile am Spielfeldrand dabei hatten, die sie gegen solche Vorwürfe verteidigt hätten, schaute aus Zlatans Familie niemand zu. Denn sein Vater war Alkoholiker und seine Mutter hatte als geschiedene Putzfrau andere Dinge, um die sie sich zu kümmern hatte. Zlatan hatte es nicht leicht. Die ungünstigen familiären Umstände wirkten sich negativ auf andere Lebensbereiche aus und sorgten für Probleme. So wurden zum Beispiel seine Schulleistungen immer schlechter und er begann den Unterricht zu stören. Vor allem im Schulfach Italienisch brachte er den Lehrer häufiger zur Weißglut. Einmal warf ihn dieser aus dem Klassenraum, weil sich Zlatan wieder mal nicht konzentrieren konnte. Statt ruhig den Raum zu verlassen, brüllte er: Ich scheiß auf Ihren Unterricht! Ich werde trotzdem die Sprache lernen, wenn ich Fußballprofi in Italien bin! Dass er damit einmal recht haben würde, glaubte zu der Zeit noch niemand. È una squadra da scudetto, vincere a Firenze è importante. No, una partita, one game in time. Questo è prima abbiamo vinto, ma adesso prossimo di Champions League. 1995 wechselte er in die Jugendabteilung des Malmö FF. Auch hier gab es wieder viele Mitspieler, Eltern und Trainer, die Probleme mit ihm und seiner Art des Fußballspielens hatten. Zlatan dribbelt zu viel, er passt nicht ins Team. Zlatan sollte das Team verlassen. Doch es gab einen Mann, der sein Talent erkannte. Roland Andersson machte ihm 1999 ein Angebot für die erste Mannschaft von Malmö FF und Zlatan hatte seinen ersten kleinen Profivertrag mit überschaubarem Gehalt in der Tasche. Auch wenn er immer noch viel Blödsinn machte, hängt er sich von nun an voll rein. Alles drehte sich jetzt um Fußball, rund um die Uhr. Das normale Mannschaftstraining reichte ihm nicht mehr. Also entwickelte er Techniken, wie er außerhalb davon noch an seinen Skills arbeiten konnte. So ging er zum Beispiel auf einen Spielplatz und bot mehreren Kindern 10 Kronen, wenn sie es schaffen würden, ihm den Ball abzunehmen. Den Kindern verging schnell der Spaß. Nach wenigen Monaten passierte jedoch ein Unglück. Die Leistungen des Teams vom MFF verschlechterten sich und sie kamen in die missliche Lage, sich in einem Relegationsspiel behaupten zu müssen, um nicht in die zweite Liga abzusteigen. Sie verloren. Nach dem Spiel waren alle Spieler am Boden zerstört, außer Zlatan, denn er hatte während des Spiels bemerkt, dass zum ersten Mal, seitdem er Fußball spielte, sein Vater zusah. Dass sie dieses Spiel verloren, kümmerte ihn daher wenig. Er war stolz, seinem Vater endlich zeigen zu können, was er drauf hatte. Nachdem sich seine Freude ein wenig gelegt hatte, begann allerdings das große Grübeln. Sollte er weiter für Malmö FF in der zweiten Liga oder für einen anderen schwedischen Verein in der ersten Liga spielen? Zlatan blieb seinem Heimatverein treu und unterschrieb einen neuen Vertrag, der unter anderem die Klausel beinhaltete, dass er im Falle eines Transfers 10% von der Ablösesumme bekäme. Dieser kleine Absatz sollte sich später aus finanzieller Sicht als wichtiges Detail entpuppen. In der neuen Saison blühte Zlatan förmlich auf. Sein Selbstwertgefühl stieg linear mit den Erfolgen und Toren, die er für den MFF erzielte. Innerhalb einer Saison schaffte er es durch unzählige Tore, sein Team in die erste Liga zurückzuschießen. Und plötzlich hatte Zlatan viele Fans. Die Kritiker und Zweifler von damals verstummten und aus allen Ecken tönte es. Zlatans Dribbling-Skills sind phänomenal. Er passt wunderbar ins Team. Zlatan sollte unbedingt im Team bleiben. Viele europäische Teams wurden daraufhin auf ihn aufmerksam und schickten Scouts, um ihn zu beobachten. Alle waren begeistert und machten ihm unfassbare Angebote. Nach kurzer Überlegzeit entschied er sich dann, seine Profikarriere bei Ajax Amsterdam fortzuführen. Das war die Kurzbiografie von Zlatan Ibrahimovic vor seinem Erfolg. Weitere Informationen über Zlatan findest du in der Infobox. Falls dir das Video gefallen hat, dann klicke doch auf den Daumen. Und falls du mehr solcher Videos sehen möchtest, hinterlasse doch ein Abo. Bis zur nächsten Inspiration. Der Biograf.